Hallo, herzlich willkommen zu Folge 2 und damit dem Abschluss meiner kleinen Undawn-Reihe, bei der ich euch zeige, was es bei diesem von Mobile kommenden Spiel in einem Zombie-Apokalypsen-Setting so alles zu tun gibt. Zum einen Reifenstapeln. Ganz wichtig, Reifenstapeln, da in dem einen Reifenstapel steckt wahrscheinlich einer drin, der ist von oben reingefallen, hat seine Rufe hören wegen dem Gummi, hört niemand die Rufe, er ist längst eine Mumie, eine von diesen kranken Alien-Mumien. Hey, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Weiß ich nicht. Irgendwas hat geruckelt. Irgendwer hat wieder eine Granate geworfen. Naja, das Spiel ist bisher so anderthalb Stunden nach dem Start sind wir zeitlich. Ich habe zwei Sachen eigentlich schon gemacht. Zum einen habe ich natürlich die erste überlebende Siedlung gefunden. Eine zweite habe ich hier gerade auch mit meinem Besuch beehrt und habe ihnen geholfen beim Kampf. Und jetzt habe ich als Belohnung wohl, es gibt sogar ein Bussystem. Als Belohnung habe ich diese Location da vorne bekommen. Also eine Sache, die ganz sicher hier in dieser Welt weit verbreitet ist, sind Hörstürze, Schwerhörigkeit, Tinnitus, was es so gibt, die große Reichweite der Innenohrkrankheiten, Morbus Meniere, gibt ganz viel da und nichts davon ist geil. Hyperakusis kenne ich noch, genau. Und weil die ganze Zeit irgendwo eine Waffe losgeht. Man ruft ja gar nicht mehr, da sagt doch gar keiner mehr, Achtung, ich schieße nun, es wird einfach nur geschossen. So, hier ist jetzt eine weitere Basis. Das ist jetzt meine, die habe ich geschenkt bekommen. Und bevor ich mit Sherry spreche, noch ganz kurz ein Disclaimer, den habe ich letztes Mal auch gemacht. Das Spiel ist Free-to-Play, das heißt, ihr könnt es euch einfach runterladen, könnt es auch einfach anspielen. Es kommt vom Mobile, das erklärt so ein bisschen manchmal Look and Feel mancher Dinge. Ist aber, muss ich wirklich sagen, auch nicht unbedingt schlecht zu spielen. Also deswegen meine ich, nur weil es vom Mobile kommt. Also mit dem Controller geht es eigentlich ganz gut. Manchmal muss man allerdings trotzdem die Maus nutzen und nur mit der Maus geht es auch. Aber da hat man so dieses komische Element, dass man drücken muss, als würde man den Touchscreen benutzen. Das kennt ihr von anderen Portierungen. Das sind so die Sachen, die mir auffallen. Und eine Sache noch, da es Free-to-Play ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, echt Geld zu investieren. Ob das dann was für euch ist, ob ihr sagt, nee, das Spiel wird mir dann später, was weiß ich, zu schwer, dauern Sachen zu lange, was auch immer. Ich kenne die Prinzipien dahinter nicht. Aber ich verstehe, wenn ihr sagt, das ist mir zu blöd. Ich allerdings spiele es ja nur ein paar Stunden und da kostet es alles nichts und da macht es irgendwie auch Bock und da ist es dann ein ganz guter First Look. Mehr kann ich euch da an der Stelle dann auch nicht empfehlen, als da einfach selbst mal reinzugucken, wenn ihr wollt. Aber ist auch völlig okay, wenn ihr das doof findet. Looks like Redwood Outpost wanted to build a new residential zone here. But I wonder how long it will take them to recover this time. There's still a lot of wood and equipment, so we might be able to make something. Ich glaube übrigens, dass man, wenn man den Controller einmal richtig belegt oder so, dass das dann schon besser läuft, dass man die Maus vielleicht gar nicht immer braucht. Aber besser, man hat sie daneben. Oh, jetzt gar keine Audio. Hier ist der Audio irgendwie weg. Weil man nur noch plaudert, ne? Dafür hatten wir leider keine Zeit. Das kostet zu viel, die Synchro. Du willst ihn lernen? Dann tanz heute Abend mit mir. Schau nicht einfach nur zu. Wer Tänzerin sein will, muss tanzen, tanzen, tanzen. Hey, mich legst du nicht rein. Ich werde sie bei Gelegenheit schon zeigen. Wenn die Zeit reif ist, wirst du es schon sehen. Okay, also wir können ja auf jeden Fall ein bisschen connecten auch mit den Menschen. Was auch interessant ist, letztes Mal haben wir gelernt, in den überlebenden Stationen kann man sich auch zu Gruppen zusammenschließen und dann wohl auch so wirklich fest zusammenleben. Da ich aber niemanden bisher gesehen habe, ne? So, jetzt kommt hier auf jeden Fall der, ich sag mal, Crafting-Aspekt ins Spiel, den es eben auch gibt. Scheinbar auch das Gras wegmachen. Ah, okay. Das ist ja eigentlich interessant. Das heißt, ich kann hier auch einfach anfangen, meine Bude einigermaßen angenehm zu gestalten. Wobei ich sagen muss, dass ich den Garten lieber lassen würde. Also ich hätte das jetzt bei meiner, wenn ich eine Bude hätte. Ne? Ich habe nichts, ich habe einen fucking Balkon. Aber wenn ich so eine Bude hätte, gerne auch in der Apokalypse, dann hätte ich als erstes mal einen besseren Zaun.
Da kommt doch jeder Zombie durch. Der eine springt quasi, der fällt mehr oder weniger hier schon durch. Hier oben auch, er einmal nach vorne gebeugt, schon durch, durch das Übergewicht kommt er hier rüber. Das ist kein guter Zaun. Ah, die Kinder-Zombies kommen hier durch. Hier kommen die ganz kleinen Zombies, die italienischen Zombies. Sorry. So, ich habe das erste genommen. Das erste, woran ich dachte, war Sylvester Stallone, weil bekannt ist, dass der nicht so groß ist, weil, aber er ist stark, er würde mich umhauen, klar. Und dann dachte ich mir, was ist nochmal? Rocky, ne? Rocky Italian Stallion, er ist Italiener. Matteo, ich wollte nicht auf dich damit ein. Jetzt habe ich es gemacht, ne? Was ich sagen will, ist, ich finde Größenshaming ganz schlimm. Das ist wirklich, egal um was es geht, um welche Größe es geht, ich finde es schlimm. Aber man ist dann teilweise auch, man fällt rein in dieses. In dieses Loch manchmal. So. Größe ist eh im Innern. Also ich weiß, das ist gar nicht meine Aufgabe, ne? Aber ich kann nicht anders. Ich muss das jetzt erstmal sauber machen, jetzt wo ich gelernt habe, dass es geht und dass das hier meine Bude ist. Wir werden auch gleich nochmal ein bisschen ballern, aber ich glaube, vorher müssen wir doch tatsächlich uns mit dem Sägeblatt anfreunden. Und das fände ich jetzt interessant. Schön wäre natürlich, wenn ich die Sägeblätter und alles, die Maschine direkt zweckentfremden könnte, um eine Waffe zu bauen. Denke, dafür haben sie es nicht gedacht. Hm, oder doch? Ich nehme es mal mit. Ja, machen wir natürlich, ne? Kann man den direkt hier hinpacken, ist okay. So, haue Mauern bauen. Muss ich denn noch? Da kann ich mich umgucken. Nee, genau, muss ich gar nichts. Nein! Das wollte ich natürlich nicht. Ich muss es wohl doch hier platzieren und nicht da unten. Wie kann ich drehen? So. Das ist schon okay, wenn man das draußen macht, wegen der ganzen Späne und so. Also du willst das nicht im Haus haben. Da hast du den Feinstaub im Haus. Ausgang. Und jetzt kann ich da natürlich drauf verarbeiten. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe, weshalb ich sage, Controller braucht man manchmal. Ich muss dann echt draufklicken. Braucht man manchmal noch extra. Mit Maus. Controller Plus. Jetzt weiß ich nicht. Ne, ich habe das Falsche gemacht. Ne, warte mal, das ist doch Quatsch. Ich muss ja irgendwas, ich muss doch eine Wand bauen, ne? Da die Wände reinbauen. Ich habe jetzt gerade, kann ich das auch so? Ja. Dafür gibt's ein Level. Hast du vier Wände. Vier Wände gebaut. Ja, vier Wände ist ein Haus, ne? Im Grunde schon. So, was geht's hier noch? Gibt's hier noch mehr? Nö, ne? Boden. Weiß nicht, was soll man das denn. Was soll ich denn hier machen jetzt? Ist doch alles okay. Der Boden ist in Ordnung. Hier könnte ich anbauen. Okay. Nee, nee, ich glaube, ich soll das gar nicht, aber man. Bietet es mir zumindest an. Vielleicht oben, ja. Das ist es, genau. Des einen Bodens ist des anderen Dach. Jetzt haben wir alles. Zumindest mal alles, was wir machen können, gemacht. Das Allerwichtigste, wo packe ich meine Socken rein? Kauf doch einfach, klau doch einfach einen von der nächstbesten Location um dich herum. Ist ja nicht so, als ob das der erste Schrank der Welt ist, der gebaut wird. Naja, gut. Er will halt, er ist so ein Typ, der will das, ein Bett steht schon drin, er will das halt neu haben, ne? Er will es neu, ist okay, wenn du unbedingt willst. So, nachdem wir das gebaut haben, haben wir es natürlich hier in unserem kleinen, kurzen
Menü. Was ich gut finde, ist auch einfach zeigen, auch wenn man mal Leute da hat oder so und die da schlafen, dass man denen direkt zeigt, pass auf, der Weg ist wichtig. Die Hütte ist riesig. Du kannst kaum von einem Ende zum anderen sehen. Aber du musst dahin gehen, um deine Socken zu holen. Da kannst du auch einen Fernseher draufstellen oder dein Handy hinlegen in die Ecke. Und dann kannst du von hier aus Fernsehen gucken. Kannst die ganze Zeit, siehst du dann so ein bisschen, weiß ich jetzt, ein roter oder ein blauer Pixel? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht erkennen. Was hier noch? Was willst du? Ausgang. Öffnen. Okay. Und hier kann ich jetzt meinen ganzen Kram reinmachen. Hier, was ist das? Der Titel. Weg. Medikamente. Habe ich ja ein paar gekauft, ne? Wir vertrauen den Leuten, wir lassen das hier liegen. Munition. Patronen. Davon habe ich auch. Können wir auch mal ein bisschen was abgeben, ja? Ah, ganz wichtig. Die Papierkraniche, um Freunde zu machen. Was ist das nochmal hier? Das ist noch verschlossen. Taktikfähigkeiten, Wurfgerätefähigkeiten, schwere Waffe verwendet, unterwegs fertigen. Dadurch, dass da noch so ein Schloss ist, weiß ich gerade nicht, was das bedeutet. Ah, das kann ich mir bauen wahrscheinlich, oder was? Kann das sein? Aber hier gefühlt. Ach, wird freigeschaltet bei Level 10. Das ist es. Ich hab's schon, aber es wird erst freigeschaltet. Ich kann ja nicht die ganze Zeit das Holz jetzt irgendwie rumschleppen. 30 Baumstämme. That's a lot of Holz. Ja, ich glaube, das war's. Ah, ich soll doch noch eine Tür fertigen. Ja, dann muss ich. Na gut, die Tür ist schon nicht unwichtig, ne? Komm, machen wir mal 10. Oh, hier kann man dann auch speichern. Na gut, der speichert eh automatisch. Wie viel. Oh. Nee. Okay, also, ich brauche nochmal 10 Holz. Ach ja, stimmt, es war ja da hinten die Ecke. Mann, ist der Raum groß. Mann, ist der Stuhl glatt und Mann, ist das Holz. Ist der Raum groß und ist das Holz schwer. Zerlegen. Wenn ich jetzt draufballer. Okay, das. War eine gute Idee, hat aber nicht geholfen. Farmland hat man natürlich auch noch. Das freut den Booty. Das ist wichtig. Meine Surfboard-Sammlung. okay. Oh, da wissen wir genau, was das ist. Da haben wir wieder was. Ist es offen? Es ist fast offen. Das ist ein Donnerbalken. Da unten sollte man nicht stehen. Das ist ja furchtbar. Das ist eine furchtbare Position dafür. Also, das ist ja alles falsch daran. Nicht nur, dass das da komplett runterfällt, sondern dass das auch noch auf die Leute fällt, die gerade hier nur Holz holen wollen. Warum nicht hinter die Grenze? So, dass man da, wo die Zombies warten, da gibt es sich ja den einen oder anderen Ort, wo die immer warten. So wie ich jetzt hier. Und da muss dann das Loch hin. Ich suche immer noch Holz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig laufe, wenn ich danach suche. Ob das hier schon... Interagieren, Sherry reden. Schaukeln. Naja, könnte schlimmer sein, ne? Das ist doch mal eine Apokalypse, in der ich mir gut gehen lasse. Ich suche Holz. Wir haben nur 30. Wir brauchen noch mehr. Benutze die Werkbank, um eine Tür zu fertigen. Ich weiß, was der Fehler war. Das Spiel hat wieder einmal, wie es mir so oft passiert, von mir erwartet, dass ich mich an alle Regeln halte. Aber das sind Gamer eben nicht. Gamer brechen Regeln, biegen Regeln und machen alles anders, als man es ihnen sagt. Deswegen habe ich hier oben einen Boden hingebaut, der auch gut hinpasst. Er verlängert mein Grundstück. Aber ich darf ihn eigentlich gar nicht benutzen. Und jetzt habe ich nämlich genug. Aber damit konnte auch keiner rechnen. Nee. So. Abbrechen. Ausgang.
Was? Aber ich hab doch... Aber diesmal hab ich's so richtig gemacht. Wie aufwendig, ne? Um das so... Na gut, das war wahrscheinlich vorher schon. Ich wollte gerade sagen, sie haben ihren überlebenden Wachposten schon ganz schön aufgehübscht. So, hier brauchen wir jetzt Speisesaalverwalter, Sanitäter, der Doktor ist da. Züchter. Alles interessante Sachen, die jetzt aber leider für mich gerade nichts bringen. Postkartensammler, Sheriff. Habt ihr hier nicht einen Händler? Der sieht irgendwie aus wie ein Händler. Nee. Mechaniker. Okay, kann man offensichtlich ein Foto machen. Hauf zu betteln. Wenn du Knochen mit Fleisch dran willst, dann geh zu Kai. Der versteht dich doch nicht. So, jetzt bin ich... Das ist ja auch lustig. Jetzt bin ich gerade in diesem Modus, in dem man so ein bisschen Fotos machen kann, zum Beispiel von seinem Haus. Hier bin ich. Guck, sind Drohne halt. Joink. Ja, ist schon irgendwie lustig. Alter, das kann ich auch noch speichern. Okay. Es ist irgendwie cool. Also das ist ein cooles Feature. Als hätte man nichts Besseres zu tun, ne? In der Zukunft. Der Zombie-Apokalypse. Okay, und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ausgang. Luftaufnahme, Perspektive. Was ist das hier? Springen. Tja, das ist natürlich jetzt vielleicht der Mechaniker. Auch wenn das natürlich Quatsch ist, aber vielleicht hast du ja was. Naja, sagt auch nichts. Also ich denke, ich muss in die Hauptbasis und da die Materialien herkriegen. Aber ich verstehe immer noch nicht, dass man nicht einfach... die Sachen, die man hat, wieder zurückverwandeln kann in Holz. Okay, das gibt's also auch noch. Ich habe leider kein Team. Aber hier ist auch noch Solo. Levelanforderungen nicht erfüllt. Na, ihr seht schon, das sind halt so die Sondergeschichten, die ich leider noch nicht machen kann. Bin ich noch nicht besonders genug. Schießstand, richtiger Richie-Stützpunkt. Irgendwo hier muss es doch eigentlich sein. Unterschlupf der Ravens. Na endlich. Und jetzt kaufen wir uns Holz und dann fahren wir durch das ganze Land, um endlich diese eine Sache bauen zu können. Was macht man nicht alles, um zu überleben? Alter, du lebst dein Leben, ne? Der lebt's wirklich. Guck dir mal die Schuhe an. Guck sich mal einer die Schuhe von dem an. Der hat so Clownschuhe, Raptorenschuhe. Und der hat eine E-Gitarrenwaffe. Ja, in der Endzeit geht das alles. Ich, Camperater, Gefangene der Liebe. Ich bin der Schaffner der Liebe. Da vielleicht. Ne, geht nicht. Ich kann nur reden mit ihm. Das mag ich nicht. Warenhändler. Once outside, only trust your weapon and your dog. Ich kaufe alles Holz, was sie haben. Ne, kann ich das noch? Genau. 100 Holz. Das muss doch reichen. Was gibt's denn bei dir? Fleisch, Ei, Chili, Mehl, Dosen. Einzigartiger was? Fischköder. Also man kann auch angeln. Hamburger bin ich noch nicht hochgelevelt genug. Naja.
Okay, das haben wir doch jetzt geschafft. Jetzt gehen wir endlich zu unserem... Ihr seht schon, der ist weit weg, ne? Jetzt können wir es endlich bauen. Oh, kann ich was spenden? Ich spende dir. Leider kann ich gerade nicht. Ihr seht's ja. Ich wollte doch nur spenden. Ja, ich kann es nicht auswählen. Naja, irgendwas ist da nicht richtig. Oder ich bin zu doof. Beides ist möglich. Warum ist hier eine Bombe? Der wusste auch nicht, wie es geht. Oder ich habe die geworfen. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Moment, das war der falsche. Aber gut, der Weg ist nicht weit. Oh mein Gott, dann fahre ich. Komm. Dein Motorrad, mein Motorrad, unser Motorrad. Oh, es ist so schnell. So fährt man. Endlich! Es wird gebaut. Tür. Hammer's doch endlich. Kleiner Umweg, aber hat geklappt. Ich habe zu Hause gebaut für uns. But we're only halfway done. The treehouse was once a lookout. It should still be functional. For our safety, we'd better spend the night in the treehouse. Sie hat das gesagt, so. Habe ich gerade so, genau, so kann ich die Ausrüstung hier. Schuhe sind super wichtig. So this is what it looks like on the inside. It even comes with a shower. This is a lot better than I imagined. Das ist wirklich zu schön. Those redwood loggers are really something. Can you cook? Nelson said there are some ingredients we can use for dinner. Ich sag lieber, dass ich nicht so gut kochen kann. Lieber ehrlich. I think you're just being modest. Anyway, you're in charge of dinner. Na gut, wenn du das so sagst. Ja, und das sind eben die ganzen Elemente aus dem Spiel, ne? Ist ja klar. Kochen, Essen. Keine Spezialeffekte. Achso, da kann ich Spezialeffekte. Gemüse und Mehl, ich verstehe. Ich brauche ja jetzt auch dann die Sachen dafür. Aber ich habe nichts. Hätte ich dann doch... Ah, ne, sie hat sogar Zutaten. Okay. Hätte ich dann doch nochmal in das Camp zurückgehen müssen vielleicht. Dachte ich. Aber es geht ja auch so. Das ist aber ganz geil, so ein Baumhaus, so einen geilen Grill haben. Also die leben wirklich das Leben. Die Hitze hat eine tiefgreifende Wirkung auf die Zutaten und einige Zeit später steigt ein verlockender Duft aus dem Topf auf. Oh, that's hot. That's so hot. That was delicious. You're a better cook than Cain and Roman combined. Ein seltsamer Rostregen fällt überall in der Zentralebene. Seltsame Dinge geschehen, siehst dir an. Ah, kurz für euch. Ich habe es auch gerade rausgekriegt. Wenn ihr Alt drückt, wird ja auch immer wieder gesagt hier, aber im normalen Spiel macht man es halt selten. Aber dann kann man so ein bisschen zwischen den Menüs hin und her schalten, indem man hier alles so zum Beispiel... Ah, ich habe...
volle Munition. Ich dachte, man muss ja damit immer nachladen. Und eben umschalten zwischen dem normalen Steuern. Ne? So, dann muss man das auch nicht, wie ich am Anfang dachte, so steuern, der Maus, sondern anders mit der Maus. Besser. Stell sie woanders hin. Die stehen doch schon da. Okay, ich soll mich auf der anderen Seite. That was great. It reminds me of home cooking. Like when I was on vacation with my family. Anyway, since we're not in a safe zone, we'll take turns on guard duty. You sleep first. I'm not just some girl next door. I'm a member of the Raven Squad. Ich wollte nur anbieten zu helfen. Come get me in 4 hours. Du bist erschöpft und schläfst schnell ein. Plötzlich beginnt deine Überlebensanzeige zu piepen. Time to take over for Sherry. Ja, ein bisschen pennen kann man aber schon noch. Na gut. Nein, und zum Glück hat sie nicht gemerkt, dass ich direkt hinter ihr stehe. Did I wake you up? Ach nee! Sorry. I have a habit of singing when I'm on guard duty. Especially when I'm in a bad mood. Did you know? I used to love singing. I've even put out an album before. Back then, I thought that music could eliminate all worries. That was until the disaster struck. Das ist ja richtig die Backstory. Now, I believe this heals a little better. I hope that one day I can heal everyone with music again. I'm sure that day will come. Klar, Mann, am Lagerfeuer. Alright, I'd better go to sleep. See you tomorrow. Wir fassen zusammen. Also sie macht hier eine auf Mariah Carey auf ihrem Hochstand und weckt uns dadurch. Und wir müssen jetzt die Arbeit weitermachen. Da bahnt sich auf jeden Fall was an. Und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt mit mir abgesprochen ist. Du erinnerst dich an Chefs Worte, stellst dich mit ihr ans Geländer. Du schaust dich still in die Nacht hinaus. Ja, und dann ist Tag. Nothing happened. So, jetzt muss auf jeden Fall noch einmal ein bisschen gekämpft werden, oder? Findet ihr auch. Good morning. Nice day out, huh? Anything unusual last night? It was very quiet, but I was hungry. There's not much left in the treehouse, so we're on our own. Here's a grill I found at the homestead this morning, and some ingredients as well. Use these for now. Da wird direkt der Grill angeworfen. Das ist doch mal ein Leben. Ah, kurz gucken. Hier wird gesägt, aber man will ja auch irgendwo gemütlich grillen, ne? Dann machen wir das hier. Dann kann der Grillduft so richtig schön ins Baumhaus hochziehen. Ja. Jetzt kriege ich richtig Hunger. We'll be able to cook at the homestead then. No need to go to the treehouse anymore. Hey, it's Nelson from the Redwood Outpost. How's the safe house coming along? Oh. I asked a few loggers to bring you some equipment. You might find it handy. Was ist denn hier mit dem Handy? It's getting dark soon. There could be a zombie attack anytime. Wir sind gerade erst aufgewacht. We have to prepare our defenses. Wir sind doch gerade erst aufgewacht, mein Freund. There should be a workbench in the crates the Redwoods delivered. We can make new weapons with it. Ja, ihr seht schon, die wird einem natürlich jetzt alles beigebracht. Gebaut wird hier. Das ist das, was wir noch nicht haben, genau.
Ah, Reparaturkosten, ne? Hab ich nix. Hab ich nix, aber die ist eh schon gut. Ja, viel mehr kann ich hier doch gar nicht machen. Was soll ich hier denn machen? Platziere eine Werkbank. Ausrüstungsreparaturbank. Ist das eine andere? Ah, ist wirklich eine andere. Krass. I can make a new weapon with these materials. Schon nicht schlecht, ne? Das sollte man schon machen. Sturmgewehr. Macht was her. Rüstung fertigen. Ah, okay, da habe ich jetzt die Sachen nicht und auch noch nicht den richtigen Level. Und dann Drohnen, haben wir ja schon gesehen, dass das theoretisch geht. Die hängen dann ja immer so an einem dran. Gab es auch Scherten sehr abgefahren, die wir gesehen haben im letzten Video. Clock is ticking. We need to make ammo for our new weapons. And I imagine you can use this. Thanks, Sherry. You've been super helpful. Überlebensanschein, Teamwettbewerb in der Luftfahrtbasis. Welche Überlebende wichtige Überlebensfähigkeiten beibringen? Das ist dann PvE, ne? Nehme ich an. This is Nelson. PvP. Get your ass back to the Redwood Outpost. Zombies are attacking. I gotta go. Nee. Kurz vorher noch Sturmgewehr. Und dann müssen wir ihn ja auch noch, genau, mit der Munitionskiste. Ah, okay, aber es läuft mit derselben Munitionskiste. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, glaube ich. Das finde ich sehr angenehm. Mach's gut, Baby. Wenn ich nicht zurückkomme, schließ dich ein. Vertraue niemandem. Kaum normal denken bei der Geschwindigkeit. Endlich mal ein bisschen Action, wo wir ausgerüstet sind mit einer besseren Waffe, wobei die Schrotflinte auch nicht schlecht war. Helfen, nicht glotzen. Bisschen mehr könnte schon noch Action sein. Ich glaube, das wird später auch noch mehr, natürlich. Wir sind ja immer erst noch in den ersten 2 Stunden so. Aber jetzt habe ich gerade Blut geleckt. Jetzt will ich noch mal ein bisschen ballern. Ich will noch mal meine Granaten benutzen. Alter. Das war's. Good thing you were here. No deaths or injuries at the outpost. But our defenses took a bad hit. Not to mention those who were wounded at the logging camp. We've got to rebuild the Redwood Outpost. Ravens will help, right? Of course. Und schon haben wir ein Bündnis und müssen wieder mal ackern für andere. You were looking for me, Nelson? I wanted to thank you for your help. Monoff. Redwoods will always remember what you did for us. You're a true friend and always will be. About that alliance. Tell Kane we're grateful for the Raven's aid. Brennt er ein Benzinfass? They came through. You won't find a better ally than the Redwoods. Ich weiß nicht, ob das so von der Arbeitssicherheit abgenommen ist, dass da oben die ganze Zeit das Fass brennt. Sollte man da nicht vielleicht was machen? Vielleicht einen Deckel drauf oder so?
Meint ihr? Na gut. Jetzt lernen wir, glaube ich, noch einmal das Schild benutzen, das wir natürlich schon benutzt haben. Okay, Unterschlupf der Ravens. Jetzt gucken wir schnell noch einmal an, quasi wie es weitergeht, wenn wir jetzt in die Raven zurückkehren als ein Level 9 Veteran, nachdem wir da ja erst vor kurzem als Amateur angefangen und aufgenommen wurden. Ich finde es so lustig, dass sie sogar ein riesiges Schild haben. Oder heißt so der Laden? Stromprobleme haben sie aber auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es sehr schön, dass man hier sehr viel, sag ich mal, mitbekommt von den Medien in dieser Welt, dass man zumindest das Gefühl hat, wir sind hier nicht alleine, wir sind Teil eines größeren Netzwerks. Kane, Nelson agreed to an alliance. Welcome back. The Ravens will do everything we can to help the Redwoods get through this. But in the meantime, I need your assistance on a wenig überraschend. Neuer Sondereinsatz, in die verlorene Stadt zurückkehren. Das könnte man eigentlich noch mal kurz machen, ne? Things are still rough at Redwood Outpost, so Sherry and Dr. Mike, I want you to join them. You should all help Nelson rebuild. No problem. I'll get down there as soon as I can. In this dangerous world, there's safety in numbers, so it's a good idea to join a camp. Die Monster? Ich habe Angst, was auch immer ich jetzt schreibe. Aber hier sieht man, da kostet es dann aber auch Geld. Also das habe ich noch. Die Gründungskosten für 12 Stunden habe ich noch. 24 Stunden hätte ich auch noch. 48 Stunden wird es auf jeden Fall schon eng. Oh, jetzt können hier Leute reinkommen. Macht globale Rekrutierung. Hi. Sehr professionell. Haben wir schon, ne? Haben wir doch alles schon, okay. Gut, ab jetzt können Leute mir folgen, wenn sie wollen. Und das sind alles Leute, die kämpfen wollen, ne? Allesamt. So, was ist, schließe Kapitel 1 des... Moment. Erst nochmal kurz warten. So. Überleben, Abenteuerfaden, Kapitel 1 des Abenteuerleitfadens ab. Ja, das würde ich gerne jetzt noch wissen. Wie finde ich Kapitel 1 von diesem Leitfaden? Da. Was müssen wir noch machen? Überleben in der Wildnis. Ah, das ist auch noch, okay. Kaufe Holz, kaufe Superkleber, nutze die Werkbank, fertige einen Kiefernholzschrank, platziere einen Kiefernholzschrank. Ein paar Sachen habe ich schon gemacht, ne, muss man sagen. Kaufe Superkleber bei Tony, dem Baumwarenhändler. Ja, ihr seht schon, da könnte ich jetzt also eine Menge machen. Das will ich jetzt aber gar nicht unbedingt machen. Ich hätte gerne jetzt nochmal eine kleine Nebenmission gemacht. Sondereinsatz. Kann ich denn jetzt irgendwie einen machen? Das wäre natürlich nicht schlecht, jetzt nochmal mit ein paar Leuten zusammenspielen, ein letztes Mal. Das würde ich gerne machen. Ansonsten mache ich es alleine. Das wird auch funktionieren. Und ja, hier kann ich ja kurz mal so die Möglichkeit nutzen, um ein kurzes Resümee zu ziehen, soweit ich es bisher gespielt habe. Also, es ist ein nettes, kleines Spiel. Es funktioniert sehr, sehr gut für das, was es sein will. Die Steuerung ist einfacher, als ich gedacht habe, aber braucht trotzdem ein bisschen Übung. Es ist Free-to-Play. Das bedeutet natürlich, man wird hier und da auch mal zur Kasse gebeten oder muss eben auf andere Art
warten oder extra Arbeit machen. Das wisst ihr mittlerweile. Da solltet ihr dann schon vorher wissen, was euch erwartet, bevor man sich in das Spiel verliebt oder mit dem Housing angefangen hat. Und sobald halt gewisse Abhängigkeiten entstehen, ist man ja schnell drin in der Nummer. Jetzt aber zurück zum Spiel. Und ich muss sagen, das Ballern macht Bock. Es ist natürlich jetzt kein AAA-Spiel, aber es ist auch nicht schlecht. Ich hätte es eigentlich lieber fast auf dem Handy gehabt damals, als es da rauskam, weil ich das Gefühl habe, da war das nochmal, da kann es nochmal mehr glänzen. Apropos mehr. Kann man schon machen. Ah, Moment, ja. Das ist lustig, ihr seht, dass ihm sogar seine Drohne hilft. Oh, der hält viel aus, ne? Der hält viel aus, weil der einen Sicherheitshelm anhat. Aber das Schöne ist eben wirklich hier auch mal mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Das macht natürlich dann direkt viel, viel mehr Bock. Oh, ich wollte noch eine Granate werfen, aber die hat noch einen Cooldown. Ja, gleich. Alter, was hält er denn aus? Wie so ein Kugelschwamm. Oh. So, ich will natürlich bei der Action dabei sein. Ich darf das jetzt ja auch nicht verpassen. Die haben halt einen fetten Level, deswegen kriege ich die nicht klein. Vielleicht sollte ich auch einfach dann bei den Kollegen mitkämpfen. Ah, ich bin gestorben. Okay, einmal rennen wir noch hin. Das macht bisher am meisten Bock. Also ich mag ja die ganzen vielen kleinen Elemente, das Housing, das Crafting, das Erforschen, das Reden mit den Leuten, das Anschlawenzeln mit den weiblichen Überlebenden, die alle auf der Suche sind nach einer starken Hand an ihrer Seite. Und ja, und das Looten und Leveln und Ballern macht eben auch Bock. Oh, nee, nee. Das dauert ja ewig. Oh, steht der an einem Geschütz? Das ist ja geil, das hätte ich auch gern. Hier, Junge, hilf mal. Hilf mal hier. Geh doch ins Geschütz. Schieß ich? Ding ist leer. Das Gefühl, das Ding ist leer. Ah, nee, doch, ich treffe sie. Nee, 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 nee. Ja, das Ding ist leer. Sag ich doch. Ah! Komme ich hier nicht mehr raus? Stimmt doch gar nicht!
Nee. Okay, jetzt mal gucken. F, E, das. Also im Moment komme ich nicht mehr raus. Hier, da. Na endlich. Jetzt macht er wieder den Automaten. Ja. Endlich. Ich bin halt echt ein Schwächling hier in dieser Runde. Und jetzt war noch nicht mal mehr Muni in dem Geschütz. Manchmal ist es schwer, die Ausgangsschilder zu finden, weil man das nicht gewohnt ist. Normalerweise ist man gewohnt, einfach immer irgendwie zurückzukommen. Hier gibt es dann aber immer diesen Ausgang-Button. Muss man dann merken. Hilf mir! Mike! So hilft mir doch jemand. Ich halte doch nichts aus. Was habe ich denn noch? Überleben? Ah, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Habe ich nicht was zum Heilen? Erste Hilfe. Ja, okay, also die Leute lassen mich hier einfach hängen. Dann ist das so. Dann werde ich zurückgelassen. Und dann bleiben halt die Leute unter sich. Okay, das war das Spiel Undawn. Die Entdämmerung des Zombie-Crafting-Loot-Shooters. Ihr könnt es, wenn ihr dann drin seid, euch auch nochmal überlegen, ob ihr da vielleicht Geld bezahlen wollt, um bestimmte Elemente zu bekommen. Das ist alles euch überlassen. Ich habe es euch jetzt vorgestellt und gesagt, was ich von den einzelnen Parts halte. Und den Rest müsst ihr entscheiden. Danke an dieser Stelle an den Publisher, der mir das ermöglicht hat. Und euch viel Erfolg im Spiel, viel Spaß mit dem und anderen Spielen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier bei mir. Bis dann, Leute. Tschö. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Boah, zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Dieser Stuhl nicht zum Sitzen da.